VW gegen Tesla. Und kann VW da jetzt überhaupt noch aufholen? Ja, die beiden haben im Prinzip also die stärksten Strategien, die man aktuell ernst nehmen kann im Bereich Elektromobilität. Tesla natürlich als größter und erfolgreichster Anbieter und Innovator im Bereich Elektromobilität und VW als ja, der größte Automobilkonzern der Welt, jetzt mit einer krassen Elektroauto-Offensive. Beide haben aber sehr unterschiedliche Strategien, die ich euch jetzt mal vorstellen will. Und da klären wir auch die Frage, kann VW noch aufholen? Wo sind die Unterschiede der verschiedenen Strategien? Und was bedeutet das für uns als Kunden und auch für den Preis der Autos? Jetzt alles dazu. Die meistverkauften Elektroautos weltweit. Enorm effiziente und wirklich große Batterien. Ein wirklich gutes, ausgebautes Schnellladenetz in ganz Europa. Und ein wahnsinnig guter digitaler Innovator mit der Steuerung über Bildschirm und den ganzen Autopilotfunktionen. Ja, Tesla macht schon echt ganz viel richtig und liefern heftig ab. Ja. Aber sie haben bisher kein Auto auf dem Markt für unter 40.000 Euro. Also ich habe nochmal reingeguckt, ich bin in den Tesla Model 3 Konfigurator, das ist ja gerade aktuell das günstigste Auto von Tesla, das Einstiegsauto. Da geht die Basis ab 45.000 Euro los. Jetzt schauen wir mal bei VW rein. VW startet mit einem Auto für 30.000 Euro Einstiegspreis. Ich habe ja auf der IAA den ID.3 mir genauer angeschaut, mit VW geredet. Sie sagen ja sogar unter 30.000 Euro. Und da geht es jetzt nicht um 29.990 Euro, sondern es wird schon nochmal ein bisschen unter 30.000 Euro als Einstiegspreis liegen. Und ich, ja, ich weiß, da ist da natürlich nicht so viel Ausstattung drin wie vielleicht bei einem Model 3. Aber sagen wir mal, wenn es unter 30.000 Euro startet und wir machen einfach, sage ich mal, so eine Basiskonfiguration, wo man jetzt nicht auf alles verzichten muss, gehen wir mal von 35.000 Euro aus. Dann haben wir immer noch eine Differenz von 35 ID.3 zu 45.000 beim Tesla Model 3. Das sind immerhin 10.000 Euro weniger, also das ist richtig viel Geld. Für ein, in Anführungsstrichen, vergleichbares Auto, ja. Also wenn es ums Geld geht, dann liegt VW klar vorne, würde ich mal sagen. Also kann man doch auf die Frage, kann VW noch aufholen, sagen, ja klar, denn, und das ist das Krasseste, ist leider auch ein bisschen traurig, der Marktanteil an Elektroautos in Deutschland ist aktuell nur bei 2,4%. Ja, also ihr seht, wir haben noch viel vor bei der Mobilitätswende. Liebe Elektroauto-Jünger, es wird bald besser. Nein, weil ich mache nur ein bisschen Spaß, also... bei 2,4% Marktanteil von Elektroautos in Deutschland ist natürlich noch viel Luft nach oben, um eben gegen Tesla zu bestehen. Ja, und auf dem Gesamtmarkt ist also so gesehen, ein bisschen drastisch ausgedrückt, eigentlich noch nicht wirklich was Spannendes passiert. Das kommt jetzt alles noch. Und gut, man muss aber ganz klar sagen, beim Autopiloten, bei den autonomen Fahrsystemen, da liegt Tesla echt weit vorne. Da sind sie richtig stark, weil sie seit Jahren Daten sammeln und das ist einfach... ein Schlüssel, um bei den Fahrassistenzsystemen und den ausgebauten in Richtung autonomes Fahren erfolgreich zu sein. Ja. Aber wie sind denn jetzt die beiden Unternehmen genau aufgestellt? Was sind die Strategien? Also schauen wir mal rein. Was meine ich damit? Also ein Produkt nach dem anderen zu entwickeln und herauszubringen, ist wirklich enorm teuer. Ja, das geht ja für jedes Produkt, das ihr auf den Markt bringt, ob es jetzt ein Auto ist oder irgendwas anderes. Ja, je mehr Fertigungslinien, je mehr Unterschiede es gibt zwischen den verschiedenen Produkten, desto höhere Kosten. Ja, wenn man schmaler produziert, weniger Produkte anbietet, kann man das sozusagen sich voll darauf konzentrieren, in hohen Mengen. Das nennt man dann Economy of Scales produzieren, dann gehen die Preise runter. Und genau das hat Tesla am Anfang gemacht, also machen müssen. Es gab keinen anderen Weg. Ja. Sie sind halt ein junges Unternehmen gewesen und dann haben sie eben nicht die Möglichkeiten und finanziellen Freiheiten von einem Unternehmen wie Volkswagen. Da haben sie also nur die Möglichkeit gehabt, ein Fahrzeug mit großem Abstand, dann das nächste Fahrzeug, ja, also sie haben im Prinzip ja, komme ich gleich noch dazu, mit dem einen oder anderen angefangen, mit dem Roadster und dann kam dann irgendwann Model S, dann kam irgendwann Model X und, ja, und so weiter, Model 3. Eine effizientere Lösung ist da schon ganz klar ein Baukastensystem. Ja? Und das hält dann für mehrere Produkte her. Das heißt also, auf einem
Baukasten basieren dann ganz viele verschiedene Fahrzeuge. Und da ist das beste Beispiel, muss man halt sagen, die MEB-Plattform von VW. Das ist also diese neue, aus meiner Sicht wirklich geniale Elektroautostrategie. Und da passt der Name modularer E-Antriebsbaukasten. Also MEB, ne? Modularer E-Antriebsbaukasten. Ja, dann schauen wir mal rein, wie sieht es bei Tesla aus? Also erst kommt mal so ein Roadster, dann kommt dann irgendwann das Model S, dann dauert es wieder einige Zeit, dann kommt das Model X, dann vergeht wieder eine Zeit, dann kommt mal das Model 3, jetzt kommt dann irgendwann demnächst mal ein Model Y oder auch mal ein Roadster in der neuen Version. Aber da sind natürlich immer ein bisschen Abstände dazwischen, um eben wieder, ich meine, sie haben im Prinzip ja schon versucht, gerade bei Model 3, Model Y auf ähnliche Plattformen zu gehen, um das ein bisschen effizienter zu machen. Aber wenn ich mir das mal bei VW anschaue und dieser MEB-Plattform, da gibt es dann einen ID3, einen ID-Next, einen ID-Bus, einen ID-Buggy, ID-Vision, einen Audi Q4 e-tron, einen Seat Elborn, einen Skoda Vision IV. Da VW die Plattform an andere Hersteller lizenziert, dann eben die ganzen Autos, die eben von den Drittherstellern dazukommen. Also, puh, da geht es in kürzester Zeit richtig ab, ja, weil es eben ein modularer Baukasten ist. Ja, und das bringt mich zum nächsten Punkt. Tesla konzentriert sich aktuell ja eher auf höherpreisige Fahrzeuge und eben eine Spezialisierung auf die IT, also die ganze Software mit allem drumherum. Ja, und wie gesagt, das liegt unter anderem auch daran, dass sie vorerst eben mehrere unterschiedliche Fahrzeuge gebracht haben. Klar, wenn man noch keine große Produktion und so eine Marktmacht wie Volkswagen hat, bleibt einem nichts anderes übrig. Und das ist eben nötig, um die Kosten zu decken, da Oberklasse-Autos auch die höheren Margen haben. Und da hat ja Elon Musk ganz klar auch gesagt, als das Model 3 vorgestellt wurde vor einigen Jahren, hat er sich bei allen Model S und Model X Käufern bedankt, weil er gesagt hat, ihr seid alle dafür verantwortlich, also dank euch und den Margen, die wir dadurch sozusagen verdienen konnten, können wir überhaupt erst ein Model 3 oder ein Model Y möglich machen. Also da hat er es praktisch nochmal bekräftigt. Ja? Und sie haben eben einen starken, wirklich starken IT-Anteil. Also schaut man sich mal an, was Tesla mit dem Autopilot macht. Ist wirklich absolut beeindruckend. Ich bin selber wirklich ein großer Fan. Ihr müsst das mal ausprobieren, ein modernes, neues Modell von Tesla rein und mal diese Fahrassistenzsysteme, die erweiterten Tesla-Netz und Autopilot ausprobieren. Da gibt es auch schon Videos aus USA. Es ist einfach nur beeindruckend. Wechselt automatisch die Spur und hält die Spur. Es ist wirklich cool. Ja? Sie haben Software-Updates, die sie regelmäßig raushauen mit neuen Funktionen. Ja? Ob es jetzt sinnvolle Funktionen sind im Auto, die sich ständig erweitern, oder ob es ein bisschen auch lustige Funktionen sind, ob man zum Beispiel mal spielen kann, sie bringen sogar Spiele per kostenlosen Software-Updates, haben eine geniale App, mit der man alles steuern kann. Also da sind sie wirklich sehr, sehr gut. Aber dennoch, VW konzentriert sich eben stark auf Kompakt- und Mittelklasse-Produkte und will sogar teilweise noch günstiger werden. Der ID3, habe ich schon erwähnt, soll eben unter, also knapp unter 30.000 Euro starten. Aber VW will bis 2024 mindestens ein Elektroautomodell unter 20.000 Euro auf den Markt bringen. Das hat Herbert Diess, der Vorstandsvorsitzende des Volkswagen-Konzerns, selber bestätigt und mehrfach betont. Und zusätzlich haben sie ja wirklich viel Erfahrung mit der Fertigung von Autos. Und dann, ach, stimmen auch endlich die Spaltmaße. Ja, das wichtigste Gut eines deutschen Autobesitzers. Ich meine, nur Spaß, da wird ja bei Tesla mal ein bisschen rumgeschimpft. Bei VW sind die Spaltmaße bestimmt perfekt, da bin ich mir sicher. Die werden wir genau für euch überprüfen. Und sie haben natürlich ein gutes, ausgebautes Netz an Dienstleistern und ein gutes Servicenetz. Ja, ja, und was bringt die Zukunft? Da sind wir mal gespannt, was Tesla in den nächsten Jahren bringt. Ja, das Model 3 teilt sich eine Plattform mit dem Model Y. Also das geht ja schon in eine Richtung, dass Tesla auch, sage ich mal, diesen Ansatz des modularen Baukastens annimmt, zumindest teilweise. Und es ist natürlich auch viel Zeit, in der Tesla etwas Günstiges auf den Markt bringen könnte. Zum Beispiel gab es da jetzt mal gerade ganz frisch ein paar Bilder von der Art Model Zero.
Aber gut, das sind bisher also wirklich nur Gerüchte, muss man mal sehen. Das könnte wirklich auch ein kleiner Tesla noch kommen. Das wäre genial. Und damit könnten sie natürlich weiter angreifen in den Massenmarkt. Aber Deutschland muss auch ganz klar in der IT nachlegen. Da gibt es aktuell viele, viele Tests. Also sie fahren auf allen möglichen Straßen, sammeln Daten, sammeln Informationen. Und Volkswagen sagt selber, wir arbeiten an einem marktreifen System, das wir bereits ab Mitte der kommenden Dekade kommerzialisieren wollen. Gut, Mitte der kommenden Dekade. Also da sehe ich große Schwierigkeiten, dass der Volkswagen zu Tesla aufholen kann. Was passiert denn jetzt 2020? Was können wir 2020 erwarten? Tesla will weit über 600.000 Elektroautos fertigen. Und davon, klar, 500.000 eben vom Model 3. Das ist das Auto, das am günstigsten ist und damit auch am meisten produziert wird. Und ab dem dritten oder vierten Quartal in 2020 will Tesla dann eben das Model Y und den Semi-Truck anbieten. Also da stößt Tesla sogar in den Bereich Transportwesen vor und will da also auch in dem Transportbereich die Elektrifizierung starten. Richtig gut. Ja, und gut, ob die Zahlen dann alle so stimmen und ob sie das alles so erreichen, muss man mal abwarten. Da weiß man bei Tesla ja nie so recht. Gut, bei anderen weiß man auch nicht so recht, aber das sind zumindest hohe Ambitionen. Außerdem soll eben noch der Tesla Pickup Truck kommen oder eben, wie Elon Musk ganz frisch getwittert hat, der Cybertruck, der dann am 21. November kommt. So, VW will in 2020 100.000 ID.3 produzieren. Außerdem gibt es die Vorstellung neuer ID-Serienautos, also der ID Next, der wird dann wahrscheinlich der ID4, wird dann so wahrscheinlich die Elektroversion eines Tiguan, so ein bisschen geistlich. Dann der ID Bus, also das ist der VW-Bus und sogar als Konzept der alte Bulli in modern und eben voll elektrisch. Sieht zumindest in der Vorschau sehr charmant aus. Wahrscheinlich gibt es auch noch einen neuen E-Up, da müssen wir mal schauen. Und Ford hat bereits 600.000 MEBs bestellt. Was bedeutet das? Ja, tatsächlich gibt VW seinen modularen Elektrobaukasten auch an andere Hersteller raus. Die können sich das dann kaufen. Ford hat 600.000 Stück bestellt und dann eben obendrauf ihr eigenes Fahrzeug basteln. Ihr seht also, es kann nicht immer nur oder muss nicht immer nur einen geben. Es kann auch viele Gewinner geben im Bereich Elektromobilität, denn der Bedarf ist groß, der Marktanteil ist niedrig und es ist Platz für viele. Das heißt, man muss nicht immer nur denken, der gewinnt gegen den Ellenbogen. Ja? Man kann auch gemeinsam viel, viel Spaß haben auf dem Markt. Ich will natürlich eure Meinung zu den Dingen wissen, die ich gerade angekündigt habe oder euch präsentiert habe. Vielleicht habt ihr auch noch Ergänzungen. Ich hoffe doch, dann schreibt das unterhalb des Videos in die Kommentare. Ich freue mich auch, wenn ihr den Kanal rechts unten kostenlos abonniert und wir uns dann in weiteren spannenden Videos rund um das Thema Mobilitätswende schon bald hier auf dem Kanal Robin TV Blau wiedersehen. Also jetzt weitere Videos schauen. Bis gleich.